Ist Milch wirklich giftig? Meine Meinung zum Unge-Video und zu den anderen Videos, die derzeit auf YouTube kursieren, erfahrt ihr heute bei Hashtag meine Meinung. Viel Spaß. Vor einigen Tagen ist ein Video von Simon Unge aufgetaucht, in dem er über Milch geredet hat und sich gegen sie ausgesprochen hat, da sie angeblich giftig ist. Meine Meinung zu dem ganzen Thema: Die Menschen müssen sich immer Themen suchen, über die sie negative Dinge sagen können oder mit denen sie Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, wir leben seit Jahren mit Milch und uns geht's nicht schlecht. Und ganz wichtig, ich akzeptiere Leute, die keine Milch trinken. Ich akzeptiere Leute und ich respektiere sie, die kein Fleisch essen, weil sie das nicht möchten, weil sie das so denken und weil sie so leben können, weil sie so leben wollen, natürlich, klar. Aber wenn man sagt, Milch ist giftig, dann belegt Simon Unge das nicht, sondern sagt nur irgendwas von irgendwelchen Mägen und Tiere haben einen anderen Magen als wir Menschen, klar, stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass die Milch nicht für uns gemacht ist. Dann ist gestern ein Video von Clemens Alive hochgeladen worden, wo er halt auch darüber gesprochen hat. Grüße an dich, Clemens, an dieser Stelle. Und nochmal, ich sage jetzt meine Meinung darüber, ich habe aber nichts gegen die Menschen an sich. Unge und Clemens sind total nette Menschen, aber ich teile diese Meinung nicht. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin nicht gegen diese Menschen, ich bin gegen deren Meinung. Weil damit, was man auf YouTube sagt und macht, und jetzt werden wieder einige Hater kommen und sagen, ja, musst du auch aufpassen. Ich finde, wenn man so etwas sagt, dass Milch giftig ist und auch junge Leute zuschauen, dann sehe ich die Kinder vor mir, die zu ihren Eltern rennen, ja, der hat gesagt, Milch ist giftig. Und die Mutter denkt sich, warum, wo hast du das her? Und jetzt ruft jedes dritte Kind in Deutschland gleich hier, Milch ist giftig. Ich möchte mal gerne wissen, warum es giftig sein soll. Aber Clemens hat gesagt, Milch ist unter anderem giftig deshalb, weil wir die nicht verdauen können und weil sie im Magen verrottet. Und weil wir den Magen nicht dazu haben. Ja, aber wie lange brauchen wir denn, um es zu verdauen? Wir brauchen ein paar Stunden. Die Milch verrottet oder vergammelt nicht in unserem Magen. Sie schadet nicht unserem Körper. Außer wenn man es betrachtet in die Richtung, dass man sagt, mit dem Futter oder mit der Nahrung, mit der die Tiere gefüttert werden oder mit wie die Milch bearbeitet wird, kann sie schaden. Ja, aber gut, welches Lebensmittel, welches Nahrungsmittel, was überhaupt ist überhaupt noch nicht giftig in irgendeinem Bereich, in dem man es betrachtet. Ja, wenn man hier Mineralwasser nimmt, dann kann man auch sagen, da sind Schadstoffe drin und da ist das noch giftig und da ist das noch giftig. Genau wie man sagen kann, Leitungswasser ist besser als Mineralwasser, Kohlensäure ist dödödö. Also ich finde, es ist verständlicher, wenn man sagt, Milch ist schädlich, weil sie bearbeitet ist, oder weil sie durch das Futter, das die Kühe bekommen, vielleicht mit Medikamentenresten beschädigt wurde oder vergiftet wurde, wenn man es so nimmt. Noch mehr verstehe ich es bei Fleisch. Aber Milch, ich meine, noch ein Argument. Uns fehlen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente durch Milch. Also ich meine Eiweiß und so. Ja, ich meine, ich trinke seit Jahren Milch und es ist nichts passiert bei mir. Ich bin nicht dick, ich bin sogar zu dünn, obwohl ich Milch regelmäßig trinke. Ich fühle mich nicht schlecht dadurch. Ich habe keine weiteren Krankheiten dadurch bekommen und ich weiß nicht, wie uns das im späteren Leben auch schaden soll.
Ja, jedes Lebensmittel oder alles, was man zu sich nimmt, ist in Maßen schädlich. Aber nicht, wenn man sagt, Milch. Ich meine, irgendwann hört es auch auf, weil es ist wirklich so, jeder sucht sich irgendeinen Bereich aus. Die einen sind vegan, die anderen sind das, die anderen sind das, die anderen sind das, die anderen sind das. Das ist wieder hier, jetzt reden wieder alle über Milch ist giftig. Nein, Milch ist nicht giftig. Meine Meinung, das ist totaler Schwachsinn. Das ist totaler Schwachsinn. Es werden alle möglichen Studien, die von irgendwelchen Leuten gemacht werden, ja, werden rausgesucht und werden zerstückelt wie sonst was. Und dann soll man daraus Argumente finden. Ich habe nicht verstanden, was die beiden geredet haben. Ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht nachvollziehen können, sagen wir es so. Und ich finde, man hat eine gewisse Verantwortung oder man sollte sich Gedanken darüber machen, wie man die Argumente rüberbringt, sodass es für jeden verständlich ist. Aber wie oft habe ich Kommentare bei Clemens und bei Unge gelesen, die wenigsten haben es verstanden und die meisten haben es für Schwachsinn gehalten, was sie da geredet haben. Und ich halte das auch für Schwachsinn. Ja, nochmal, das heißt nicht, dass ich die Menschen nicht mag. Ja, ich teile die Meinung nicht. Und ich finde es absoluten Schwachsinn, Milch als Gift zu bezeichnen. Man kann alles als Gift bezeichnen. Man kann überall sagen, hier die Luft in Hamburg ist anders als in Trappenkamp, wenn man mal meinen Vergleich jetzt nimmt. Oder überall kann man irgendwas hineininterpretieren, warum der Zerfall der Knochen gefördert wird, wenn man Milch trinkt. Und das Argument mit dem porösen Darm oder mit dem Reizdarm oder was Clemens da gesagt hatte, das kommt sicherlich nicht nur von der Milch. Alles, was man zu sich nimmt, verändert den Körper, ob nun positiv oder negativ. Aber das kann man nicht nur auf Milch beziehen. Lebt, wie ihr möchtet. Seid vegan, vegetarisch, Frutarier von mir aus auch. Gibt's ja auch. Ich verspotte das nicht, aber ich habe eine andere Meinung dazu. Und ich finde es Schwachsinn, sowas auf YouTube, sowas von zu zerreißen. Milch ist Gift, keiner soll es trinken. Achtet doch auf euch und achtet doch auf eure Mitmenschen. Es wird wieder gepredigt wie sonst was und ich finde, das muss nicht sein. Das war meine Meinung zum Thema Milch ist Gift. Ich sag's nochmal, ich habe nichts gegen Unge, gegen Clemens oder gegen irgendjemanden, der über dieses Thema geredet hat. Ich habe nur meine Meinung über dieses Thema gesagt. Ich mag diese Menschen, ich teile nur ihre Meinung nicht. Man muss es ja auf YouTube immer dreifach sagen. Und auch bei meinen Videos in meinem Hauptkanal sage ich in den Videos, ich habe eine Behinderung. Dann wird gesagt, hat er eine Behinderung? Ja, ich glaube schon, lass ihn mal reden. So, es ist immer, man muss immer alles 3, 4, 5 Mal sagen und selbst dann. Es heißt immer noch, hier, warum machst du das? Guck das Video zu Ende. Wenn ihr das Video nicht zu Ende guckt, habt auch keine Meinung, weil ihr müsst das Video zu Ende gucken. Bis zum nächsten Mal.